So, willkommen zurück bei Dead Space. Relativ laut hier. So, das letzte Mal haben wir den Meteoriten, Asteroiden, jedenfalls den Sender ins All gebracht. Irgendwie ging natürlich wieder alles schief. Ich muss jetzt irgendwo wieder was reaktivieren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht wo. Aber erstmal gucke ich mal im Shop, ob wir was shoppen können. Irgendwie war mir so, als wenn wir letztens zwar die Schema für das Level 4, oh ja, 35.000, da kann man es überhaupt nicht leisten. Das sehe ich schon von hier. Sonst, was haben wir denn jetzt noch? Medic Packs haben wir im Inventar. Sollte gehen. Halbleiter, den können wir verkaufen. Zack, verkaufen. Ey, ja. So, haben wir wieder ein bisschen Kohle. Brennstoff haben wir genug, Impuls haben wir relativ viel. Plasma Cutter, der ist schon 60.000 wert. Haben wir noch was im Safe? Brennstoff, ja, und nee, den brauchen wir dann, kann da bleiben. Ja, da war höchstens, ja, ob ich den jemals freigeschalten kriege, keine Ahnung. Bei meinen schlechten Trefferbällen brauche ich alles für Munition. So, haben wir mal wieder ein bisschen Muni. So, wo sollen wir denn jetzt genau hin? Zur Brücke, ah, okay. Irgendwie mussten wir da wieder was resetten. Wir sind hier oben irgendwie. Ne, oben ist die Brücke, wir sind unten. Okay, Fahrstuhl. Gucken wir mal, ich habe hier nichts übersehen. Das heißt, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht über abgefackelt werden. War das nicht da lang? Zusammen. Naja, so Zeit, dass wir hier rauskommen. Oh Gott, wo sind wir jetzt hin? Wartung, Verarbeitung. Wir sind im Abbau. Denken wir noch ganz oben. Ne? Schauen wir mal. Und doch schon fast wieder. Blödet Vieh. Na gut, ich habe schon wieder nicht mit Stase gearbeitet. Ich vergesse das immer wieder. Ja, wir sind auf der richtigen Etage. Ah, ich da so hasse ich. Steuerung ist echt so indirekt. Genau. Ah. Was stirbst du nur endlich oder was? Sterben die Viecher auch mal. Jetzt. Blödes Viehzeug, ne? Da man noch versucht, sinnloserweise drauf zu ballern, ne? Das funktioniert halt nicht bei denen. Oder ich treffe sie wenigstens nicht. Das heißt ja nicht, dass das gar nicht geht. Da, wie gesagt, mit den Nachladen, dass er echt da stehen bleiben muss, weil es schon ziemlich scharf waren wir gerade. Da. Ja. Speichern wir. Ja gut, wir sind ja bloß mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Obwohl. Kann ja schaden.
Kann mich gar nicht mehr erinnern, wo wir hier lang gekommen sind. Da oder da, dann denke mal, kommen wir auf beides raus. Ach, hier geht das, dann geht's gar nicht weiter. Okay, hier beim Tier lang. Achso, sind wir hier schon bei der Station? Ich hätte jetzt gar nicht speichern müssen. Naja, lieber einmal zu oft gespeichert als zu wenig. Da haben wir schon alles geplündert. Sonst ist hier nix. Ups. Ja. Bin ja mal gespannt, irgendwann sitzt hier so ein Vieh drin. Okay, jetzt sind wir ganz vorne im Schiff. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Hacken ist immer gut. Habe ich das letzte Mal das übersehen oder wird das ab und zu nach und nach hier freigeschaltet, die Dinger? Kann mir jetzt nicht denken, dass ich da was übersehen hätte. Ich dachte, da wäre schon das bloße Blut. Hallo. Wieder sein Vieh, was man nicht besiegen kann. Oh, das ist auch nervig, ey. Kommt, Alter. Auch hier. Kam das nicht von hier? Das Gegrummel. Hallo? Nee, hier grummelt keiner. Hat uns das Spiel verarscht. Aber hier ist aber auch nicht das Loch drin. Doch, hier ist das Loch. Wir müssen jetzt wo genau hin? Da hinten runter, okay. Ach stimmt, da war ja das. Die haben das eigene Dick in der Fresse geklappt, neuner. Dafür kann ich ja eigentlich die hier nehmen. Der Munition hier, ja. Und wie viele noch? Ach, du hast gar nicht gesehen, Entschuldigung. Ach, lad doch nach, ey! Bist du behindert oder was?
ist aber nett. Das ist eher mal so Nachlied, ey. Das ist ja der Hammer, ey. Oh, diesmal relativ günstig gestanden, sag mal. Warte mal, dieses Flammenwerferzeug will ich doch gar nicht. Na gut, für die kleinen Viecher ist das cool, aber ich arbeite zu wenig mit Chinesen hier. Da könnte man auch die Körperteile noch besser nutzen, rumballern, aber naja. Könnte man. So, was übersehen, die ist aus. Haben wir noch Stase dabei? Können wir mal verbrauchen. Sonst nimmt das nur Platz weg. So. Ich glaube, das war hier unten, ne? Den können wir ja schon mal speichern. Ne, ist nicht hier unten. Wir sind mit dem Fahrstuhl. Bin ich so geirrt? Doch hier und forsch, okay. Wo mögen wir denn hin müssen? Sägt das hier? Nee. Keine Chance. Eben 3 sind wir, ne? Oder Eben 2? Wir sind Eben 2 oder was? Die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ach ja, einer von den Crew. Sind auf jeden Fall richtig. Schon wieder. Flammenwerfer Muni sozusagen. Da kann man ja sonst was abbrutzeln hier. Ich dachte, da wäre noch was in der Ecke. Aber dem mal was Vernünftiges. So, ich dachte, da blinkt da auch. Ach du schon wieder. Ja, oder das ist am blödesten gemacht mit dem Vieh. Okay. Hat zwar jetzt nicht so viel gebracht, wie ich dachte mit der Stase, aber immerhin, ne? Ja, wir müssen immer speichern. Jeden kleinen Fortschritt bei Speichern, dass wenn ich, oder ich jedenfalls nicht zu viel nachspielen muss, wenn ich immer drauf gehe. Was relativ schnell mal passieren kann. Also, da haben wir noch was rauszunehmen. Was flabbert hier so durch die Gegend? Sind wieder die kleinen Scheißer hier unterwegs, oder? Ach, da ist noch einer. Scheiß immer noch mehr Viehzeug daraus. Das ist aber nicht mehr.
Zu langsam. Blödes Kackvieh. Dachte, das wäre sonst was. Habe ich schon so früh gespeichert, oder? Dachte ja nicht, dass hier gleich zwei rumhängen. 7 Schusswasser. Oh, wir haben doch vorhin so viel gekauft, ey. Das Spiel ist auch echt fies, dass überhaupt nichts nachkommt, ey. Suchen und retten. Mal gucken. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das Spiel ausgeht, aber ist auch ganz gut so. Von vielen. An den kann ich überhaupt nicht erinnern. Mach da mal. Knusper, Knusper. Hat sich das ausgeknuspert jetzt? Junge, Junge, Junge. Ich meine, deswegen haben wir auch so viel Flammenwerferzeug gekriegt, oder kriegen wir noch. Mach hier noch irgendwas? Sah fast so aus. Was hat denn jetzt ein Halbleiter oder was war das? Sieht so aus, ja. Halbleiter Rubin, okay. Ob die jetzt mehr wert sind, werden wir sehen. Wenn wir bis zum nächsten. Ne, das brauche ich nicht. Oder dich. Prolong. Eine Werkbank, ja, nee, wir haben keinen Knoten. Denke ich mal, haben wir jetzt nicht drauf geachtet eben. Doch, wir haben einen. So, was hatten wir denn hier? Chinese. Da hatten wir schon eine Reichweite. Okay, kann man da nur. Ja, ne, sollte auch gehen. Das brauchen wir nicht weiter ausbauen. Die Rig konnten wir jetzt noch ein bisschen live aufpöbeln. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Buch der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße. Das ist ja nicht zu glauben.
glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Naja, mal gut. Waren wir hier schon mal drin? Kann ich mir nicht erinnern, sonst hätten wir hier keinen Knoten. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Geht aber zügig vorwärts hier. Das macht so Kommunikation, nicht zur Brücke. Kommunikation. Autsch. War ja witzig. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Okay. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Uiuiui. Was ein Stress hier. Das ist ja alles kaputt. Oder manipuliert worden. Kaputt ist relativ. So, jetzt gehen wir erstmal plündern hier. Mal gucken. Da kommt da bestimmt einer aus der Wand gehoppelt. Schon wieder Flammenwerferzeug. Nee, ist ja nicht mehr normal. Der ist ja schon sehr verdächtig. Also unser Schatten, ne? Oder flitzt da unten schon mal drum. Ja, ich glaube, da ist wieder luftleer Raum. Irgendwas war da. Ne? War auch nicht ganz ohne. Das werden wir wohl diese Folge nicht ganz schaffen. Aber naja, habt ihr einen Grund mehr, danach nochmal einzuschalten. Verdächtig ruhig hier. Bisschen Credits, was haben wir hier noch? Halbleiter. Wir kriegen hier relativ viel Halbleiter. Den zweiten Knoten hier schon, also. Von daher lohnt sich da denken wir, das ist meistens dann ja auch damit verbunden, dass wir auch ordentlich Gegners haben. Einmal kleine Heilung, das wird wohl nicht reichen. Auch nicht schon wieder luftleerer Raum, ey, da ist doch scheiße. Können Sie doch nicht mal vernünftig hier Arbeitsbedingungen schaffen hier? Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ich glaub, ich bin schon fast wieder. Auf der Entfernung wird das eh nichts. Komm her hier, du Scheiße.
bin doch selber ins Feuer gerannt, oh shit. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wer muss in den Tag kommen? Ich kann schon auf die Taste kommen. Warum hat er denn? Na ja, gut. Frag nicht weiter. Irgendwie was nachschubtechnisch. Wir müssen irgendwie die Dinger runterziehen. Wie war das? Ich wollte mal sagen, haben wir überhaupt nichts mehr, dann brauchen wir nicht groß hier noch rumtrödeln. Was sagt denn die Zeit? Ein bisschen können wir schon uns mal umgucken hier. Achso, das war ja noch ein bisschen rumgerätselt hier, ne? Kann ich denn überhaupt machen? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen diese 6 in Reihe haben, aber was war das? Munitionssteuerung, da. So, die ist kaputt, die kann raus, wie wird das so weiter. Gucken wir mal da, die Reihe. Jetzt ist ja alles total bescheuert. Können wir die denn da rausnehmen? Eine heile Komponente und dann wären da zwei heile. Muss mal gucken, wie soll das gehen? Tatsache. Komme ich denn da rüber? Gar nicht, oder was? Oh Mann, ist halt alles umständlich hier. Wo soll denn jetzt hin? Der da, ne? Fahrt nicht. Das ist alles immer so verdreht. War doch Reichweite machen sollen oder was? Junge. So, wo ist denn jetzt die Tafel nochmal? Junge, wo waren die denn noch? Da stehen die noch vor. Was haben wir da? 3, jetzt müssen wir da oben noch. So, 1, 2, sind da oben noch einer hin. Am besten aus der hinteren Reihe. Kriegen wir das so weit? Tatsache. Zeige noch mal. So, jetzt haben wir da hinten noch 2. Wir müssen jetzt da die letzten beiden austauschen. Ist der da hinten heil? Wo darüber? Nicht schießen.
So, jetzt habe ich das wieder die falsche Reihe repariert. Also, man kriegt so raus. Müll. Da hinten ist wohl ein Heiler. War ich das schon? Also. Den bauen wir mal hier rein. Ich sehe schon, ich habe wieder überzogen, aber. Noch, der muss auch hier in der Nähe sein. Das ist Schrott. Das sind die Heilereihe. Wo ist denn noch Heiler? Die sind doch alle Schrott. Mich ist du blind, halt. Der ist auch kaputt, oder nicht? Ach, da, den hier. Der zu dicht dran, hat gar nicht mehr voll genommen. Hat nicht, aber da ist auch was missverstanden. Verstehe ich jetzt nicht. Oder sind das die roten Vulkreien? Nee. Na gut, ich beende erstmal die Folge, dann müssen wir das nächste Mal rätseln hier. Das weiß ich jetzt noch nicht, sondern habe ich irgendwie missverstanden. Alles klar, bis dahin, wenn ihr mögt. Haut rein!